Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Wer hat diese Bilder gemacht? Warum? Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Hättest du ja vorher mal helfen können. Hättest du mit ihm reden können. Oh, Kommunikation. Wann hat das endlich ein Ende? Wenn ihr anfangt zu sprechen. Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Ach ja, die andere Frage. Wir müssen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen! Roger. Okay. Oh Gott. Warum haben die alle so geile Helme und wir nicht? Ach so, keine. Genau. Weil ich will der wichtige. Warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Damit man uns erkennen kann. Okay. Es ist eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Plan. Ich kann wenig machen. Ganz kurz, was haben wir denn? Wir haben eine Pistole. USMAI, eine mittelgroße halbautomatische Waffe. Wir sollen mal ganz kurz gucken, was wir überhaupt haben. Wir haben ganz schön viel Munition. Schön, jetzt wird nichts angezeigt. Wir haben Dragoon. Vollautomatisches Gewehr. Wir haben Laser zur Markierung von Zielen, was auch immer, Karambit, ein Nahkampf unbetroffenes Kampfmesser und Handgranaten, sowie auch eine Arzneispritze. Wir können nichts herstellen. Okay. Das ich will mal zum Auto gehen. Ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Okay, haben wir eine Karte? Nee. Okay, wir spielen jetzt also als Chris und haben starke Waffen. Ich nehme an, das wird jetzt so ein bisschen so. Einfach nur volle Kanne Kampf und durch die Mitte durch. Ich hoffe mal, seine Waffen stärker sind als die von Ethan, weil sonst wird das hier ein kurzes Intermezzo. Ganz kurz gucken, wie man. Achso. Ah, Fug. 2 ist Pistole, ganz wichtig. Und 1 ist Gewehr. Na gut. Da drüben wird viel Pilz geflasht. Ist im Wachsen hinter. Hey Alpha. Was ist denn mit Da werden ein paar Leute runtergelassen. Die können echt nichts. Oh. Mein Gott. Der wird sich nicht mehr das fangen können. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Den Rücken frei halten. Haltet nach feindlichen Biowaffen-Ausschau. Verstanden. Oh, Achievement, Kartograf. Wir haben, Kartograf bedeutet, wir haben. Erkunden Sie die Karte des Durst vollständig. Weil wir jetzt den oberen Gang haben. Okay. So, wir werden also jetzt gleich. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wenig. Pass bloß auf. Das ruckelt gerade, sorry. Deswegen. Oh, ich gerade ein bisschen. Okay, sie lassen nichts fallen. Was eh egal ist. Alter, später mit der Schlagskraft, die Waffen. Aber da würden jetzt bestimmt auch viele Feinde kommen. Das wird einfach nur ein Gegneransturm Deluxe sein.
Verstanden. Da ist ein Leuchtfeuer. Ich nehme an, da sind Materialien für uns. Und Ressourcen. BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Die hole ich mir. Wäre vielleicht ich übermütig. Speichern. Das ist doch Luisas Hof. Ja, das ist Luisas Hof. Was ist das für ein Kein Spit. Das ist alles. Mutamycet. Dort finden wir sicher Miranda. Oh, das Na ist los. Aber gerade. Wenig Frames sind die gerade aus dem Boden geschossen. So, und da kommen die ganzen Werwölfe mit raus. Na, hallo, meine Freunde. Den haben wir hier. Oh, einen dicken. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Das war's schon. Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprühen. Behaltet eure Masken auf. Okay, wir können ja so gut kochen. Können wir erstmal nachladen? Eine Fresse, die BSAA geht ganz schön an. Hast du getötet? Alter, wisst ihr, wie lange wir gebraucht haben, die normalen zu töten? Jetzt so 30 Schuss, ein Magazin. Das Nachladen dauert ewig mit dem, das ist ein bisschen blöd. So, jetzt kämpfen wir uns also nochmal durchs Dorf durch. Wir kennen ja schon den Weg. Okay, da ist mir doch was zum Einsammeln. Mal durchschneiden. Da müssen wir also irgendwie einen Weg außenrum finden. Kommen wir da irgendwie lang. Ich will jetzt ungern an irgendwelchen großen Munitionslagern vorbeigehen, weil ich denke mal, wir werden gleich mehrfach den Arsch voll kriegen. Verdammt, der Weg ist blockiert! Ach du. Der Weg außenrum ist frei. Also durch solche Feuer ist Ethan aber vor uns schon mehrfach gelaufen, nur mal so als Hinweis. Aber hey, Chris, da hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr Probleme mit. Okay, also wir sind also rechts von uns. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Nicht lang. Verstanden! Hier, Tanjua. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Okay. Dankeschön. Das war die Stelle mit den... Genau, mit den Zahlen. Guckt an. Nachts ist doch noch da. Wo immer das hat. Ich glaube, ich mal kurz die Pistole ein bisschen testen wollen, um zu wissen, wie gut die ist. Da unten war der Dicke gewesen damals. Mhm. Zeigt an, wir müssen hier rumgehen. Oder nicht? Hä? Ich will meine normalen Wege haben. Kann ich die Tür aufmachen? Nein. Ich höre gerade doch wieder. So, wir testen mal Pistole. Oh, da war der Rauch rein. Oh! Das war ungünstig. Ja, gefällt mir besser. Mehr R, dank Gewehr. So, jetzt werden doch bestimmt hier ein paar Freunde kommen. Das Nachladen doch nicht. Mal mit dem Bogenschützen hinten reden. Ist noch einer. So, Level noch, da kommt noch einer. Dieser Größe habe ich noch nie gehört. Wir aufnehmen. Bleib liegen. Mal eine Granate werfen. Dankeschön.
Okay, schon mal. Kopf von dem Dicken mal um. Erledigt. Haben wir das schon mal? Wechseln. Wechseln. Nachladen. Okay, Munition haben wir viel, aber. Alter Schwede, was kannst du nachladen? Ganz kurz, alles mal nachladen. Gut. Der sollte definitiv seine Waffen ausbauen. Und es reicht langsam. Können wir es einfach bitte vorwärts gehen? Okay, da waren die ganzen Ziegenköpfe waren, das kennen wir noch. Da oben ist ein Bogenschütze, oder? Zwei. Alle Waffen nachladen. Klar, eh wieder bestimmt welche kommen. Wenn meine Mutter das sehe, wird sie denken, sie sei in der Hölle gelandet. Okay, was müssen wir hier machen? Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Okay. Gleich wieder machen. Muss nachladen. Warte kurz. Okay, geht noch nicht. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Oh Gott. Warum ist denn hinter uns zu auf einmal? Ich hab. Mal das jetzt machen, ohne dass wir getroffen werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, bitte, bitte. Ja toll, danke. Okay, wir holen uns was Munition. Danke, muss nachladen. Okay. Oh, das gefällt mir. Die erledigt. Wie viel? Könnte es bitte ein paar weniger werden? Das gleiche können wir über dich sagen. Können wir runden ran? Nee. Können wir bitte. Nein! Granate! Okay, ich kann auch. Ah, Scheiße. Okay, wir müssen jetzt langsam mal den Markierer wieder nehmen. Können wir bitte mal hier wieder durchkommen? Es ist schön, dass ihr hier viele habt. Ja, mach einfach mit dem Laser. Ich gebe dir gleich mal den Laser in deinen Hin. Komm, komm. Dankeschön. Wie gefällt dir das? Boah. Da unten muss der Megamixer sein. Das war echt ein bisschen stressig.
Uiuiui. Die kennen wir noch, die erste Wäscherziege haben wir hier gehabt. Ich will doch gar nicht runter, das ist bestimmt irgendwas Dickes. Ich habe einen Eingang gefunden, gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Okay, es stammt von hier, also ist das der Ursprung von Teil 7, demnach. Okay, wir haben 4-mal Heilung. Alles ist aufgefrischt. Also das mit den Laserpointern ist ja eine absolut beschissene Idee. Die ganze Zeit so, alle Gegner, geht mal bitte zur Seite, ich muss Laserpointen. Bitte stört mich nicht. Sobald du getroffen wirst, hört's auf. Wunderschönes System. Kann ja... Es ist... Oh Gott, oh Gott. Nun gut, hilft ja nichts. Dann geht's weiter runter. Irgendwo hier in die Tiefe. Zu irgendwas noch dickeren, nehme ich an. Aber was gibt's denn jetzt noch? Nur Miranda. Was soll denn jetzt noch anderes kommen? Oh ne. Seht ihr das? Das ist ein Dicker mit einem fetten Morgensch. Und die Arena ist ja wunderschön groß, also... Können wir vielleicht? Nur mal so. Kein Zugriff, natürlich. Okay, Spaß. Speichern wäre ja schön gewesen irgendwo. Oh, hey. Was den Megamyzeten, was? Was geht's? Lobo, mir macht ihr was zu schaffen. Ich brauch deine Hilfe. Was? Du bist in einer Höhle. Da ist nur Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Halt durch. Bin gleich unter dir. Es ist so wenig Platz. Okay, der Rücken ist gut zum Treffen. Bleiben. Das ist ganz nett. Wie auch immer man sowas blocken kann. Okay. Auf den Rücken nehme ich an, die ganze Zeit. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Zählt das als Blocken, was ich ja mache? Wahrscheinlich nicht. Ach, eins zählt nicht. Der muss mehrfach getroffen werden. Was auch immer. Bist du? Man kann ja mal fragen, wo der ist, wenn der so groß ist. Bald. Bitte schneller. Nee. Okay, das gefällt mir. Muss noch mal. Hier auf den Nachtreffen. Alles Gute sind drei oder was? Au. Okay, macht ein Zweier-Kombo. Gut zu wissen. Ich glaube, ich blocke ja nur bis. Okay, du machst wieder den Sprung zurück. Oh ja, brauch ein bisschen zum Regenerieren. Komm. Bleib unten. Sekunde. Was? Noch ein. Oh. Habe ich hier überhaupt normalen Schaden gemacht? Ich meine, man sieht das Blut dort spritzen, aber ansonsten kriegst du hier so einen Riesenstreik gehabt. Als brauchst du hier so einen Spaß. Oh, da reg ich mich auf. Okay, wir haben das. Wie geht's jetzt weiter? Wo geht's weiter? Okay, das war ein absolut unnötiger Kampf, so ungefähr. Ja, Redfield kann auch eines töten. Hat viel bessere Waffen. Warum machst du denn nicht alles in der Stadt? Im Dorf? Hm?
Okay. Frage, wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Oh, guck mal. Da ist er. Der Megamycet. Sequenz. Miranda geht nicht auf den. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Seht ihr vor allem so Formen des Embryos? Ein Zwei-Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Ist klar. Was? Ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Ach, guck mal, wirklich wie Abstand so Abstand halten. Embryo. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ja, hättest du. Also das ist sinnvolle Kritik. Aber das ist alles, der Megamycet. Ist wirklich... Aber wenn wir den zerstören, ist nicht damit auch Miranda irgendwie hinfällig? Ich meine, klar, er will jetzt sicher gehen, aber potenziell... So, na gut. Also nochmal hier, die Körner, die hier die ganzen Sachen angemacht haben. Netterweise führen uns direkt zum... Das muss Mirandas Labor sein. Ach, das sind doch die... Sind das nicht diese Viecher aus der 7? Okay, ich glaube, der Raum ist wichtig. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Wir haben mehrere Bücher mit den Insignien. Hier haben wir Dimitrescu. Es gibt nur genau in der Mitte aufzuschlagen. Proband, Alcina Dimitrescu. Kado-Kompatibilität äußerst gut, Hirnfunktionen normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Haben wir gesehen. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis, wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Ein gestörter. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Gestörte Regeneration. Das ist die Mutation, die wir gemeint haben. Also das mit diesem Gift, was wir eingeflößt haben. Deswegen hat die sich zu stark, ist die mutiert in irgendwas. Und sie hatte also, bevor sie schon verwandelt wurde, diese Blutkrankheit gehabt. Gut zu wissen. So, dann haben wir daneben, das ist Muro, theoretisch. Proband, Salvatore Muro, Kadu-Kompatibilität, schlecht, Hirnfunktion, unerwartet schlecht. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich, ähnlich wie bei Fischen, Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung, verwandelte er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Mhm. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Wie streift er die wieder ab? Wir haben immer nur gesehen, wie er es dann rauskam zum Fisch wurde, aber die Rücktransformation war interessant. Zu viele Mängel als Hülle für Eva nicht geeignet. Okay, sie hat also wirklich die wichtigsten Leute genommen und netterweise sind natürlich auch die Leute gewesen, die die wichtigsten Personen hier im Dorf waren. Obwohl ich mal... Was ist mit dem Bürgermeister eigentlich gewesen? Es gab schon einen Bürgermeister. Oder war das einer von diesen großen Typen, die wir besiegt haben? Wir haben ja zwei große Zombies besiegt mit den Äxten. Und wir haben jetzt den Urias besiegt und den gerade. Vielleicht war da Bürgermeister dabei. Wer weiß. Proband, Karl Heisenberg. Kadu-Kompatibilität. Außerordentlich gut. Und Funktion normal. Besitzt elektrische Organe, wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Okay. Aber Moment, jetzt muss ich trotzdem nochmal ganz kurz. Warum ist das jetzt nicht geeignet? Ist doch alles gut.
Also ist gut, normal. Warum ist das Erzfühl jetzt nicht geeignet? Bei den anderen habe ich ja verstanden. Die eine mit dieser Blutkrankheit und dass da irgendwie Mutation ist. Bei dem anderen halt, der wird im Fisch verwandelt und hier ist doch vollkommen okay, sowas zu haben, oder? Oder ist das Hirnfunktion normal nicht gefällig genug? So, dann machen wir jetzt noch die Beneviento. Die Donna Beneviento. Kadu-Kompatibilität, gut. Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamizet-infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Aber was hat die denn jetzt für eine tolle Position in der Stadt eigentlich damit inne? Ist doch also irgendwie, klar, Heisenberg mit der Fabrik und so weiter, charismatischer Typ, Dimitrescu als wahrscheinlich ehemalige Adlige in der Nähe hat halt auch was, der Moreau, würde ich ja sagen, es war bestimmt irgendwie mal ein Arbeiter gewesen, vielleicht von der Arbeiterklasse irgendwie ein Chef, aber die Donna... Ich meine, sie hat ein schönes Haus, sie hat diese Puppen angefertigt, aber ansonsten? Oder hat sie die ganzen Leute jetzt irgendwie damit kontrolliert? Weil ich wiederhole immer gerne diesen Einsatz, der gesagt wurde, oder so im Groben, dass die Dorfbewohner sich nicht sicher sind, was hier passiert. Es sind vor kurzem diese Monster aufgetaucht. Hätten die ganze Zeit schon gewusst, dass die Monster normal in ihrer Nähe sind, weil ich meine, es sind ja unheimlich viele in die Fabrik, das wird ja nicht alles innerhalb von 2 Tagen passiert sein, dann wäre doch da irgendwann mal denen das klar gewesen, beziehungsweise hätten sie es dann uns auch gesagt, um Hilfe vielleicht anzufordern, aber die waren ja komplett überrascht. Das heißt, entweder sie haben es nicht mitgekriegt, was unheimlich dumm wäre, das heißt, die ganzen liefen im Hintergrund irgendwie ab, oder aber sie sind die ganze Zeit halt verführt worden durch irgendwas und hatten demzufolge keine Ahnung, dass das eigentlich passiert. Und das könnte natürlich mit der Donna passiert sein, dass sie die Dorfbewohner die ganze Zeit umgarnt hat, sodass die vielleicht ein paar Sachen nicht beachtet haben. So wäre es zumindest meine Interpretation erstmal davon. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben das Megamizet. Genau, diese... Ja, sind nicht ganz das. Das sind ja solche schwarzen Pilzwesen gewesen in der, das 7. Caligula. Sagt mir gerade was? Also... Auch hier damit ist es. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Sorry, ich muss dich kurz testen. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier... ja gut, einfach. Eizelle ist reingespritzt und wie sich dann entwickelt. Alles klärchen. Ist das Mutter Miranda? Ich meine, mit dem Laborkittel könnte sie durchaus sein, ne? Sie hat also nicht immer diese religiöse, dieses religiöse Aussehen mit diesem Federschmuck und allen, sondern hier sie als einfache Laborassistentin. Oder Leiterin teilweise. So, hier gab es Untersuchungen an dem Kind. Leider nichts hinten drauf. Und hier wurden an dem Kind wahrscheinlich Versuche durchgeführt, weil man sieht ja da das hinter verschlossenen Türen oder Fenstern. Aber sind das dann... Ich meine, von diesen Laboren haben wir ja hier nur sehr wenig immer gesehen. Das ist Donner gewesen. Da haben wir immer nur sehr wenig gesehen. Das sah ja richtig wie Reinraum aus. Vielleicht ja für irgendeine Organisation. DSA. Okay, der Megamizet, der wahrscheinlich irgendwie nochmal gebogen wird. Oder hochgehoben wird, wahlweise. Es steht leider nicht hinten drauf. Eine kleine Expeditionstruppe. Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass Sie irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekommen, Ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Aha.
Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschung war sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infiziert und so verwandeln kann. Okay, also sie hat das ganz woanders gemacht. Sie war gar nicht mehr im Dorf die ganze Zeit gewesen. Ich wusste, dass sie mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würden verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne, verstorbene Person zurückholen. Die Eva wahrscheinlich. Oder Iva, oder wie auch immer die hier genau betitelt wird. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, ein in Afrika heimisches Virus. Ist das nicht aus Resident Evil 5? Auch nicht Afrika? Ich dachte. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt. Dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig, Ihr Schüler. Oswald E. Spencer. Und Spencer war, wenn ich mich recht entsinne, auch eine wichtige Person in den vorhergehenden Resident Evil Teilen. Also wird hier also die Brücke geschlagen, um das Ganze irgendwie mit den anderen Teilen zu verbinden. Weil hier wird ja sozusagen der Ursprung der Umbrella. Spencer, hier? Genau. Ich glaub's nicht. Danke. Gelegt. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz an. Also hier ist die Donna, die ja sowieso schon irgendeine Missbildung hatte. Muss mal deutlicher. Noch die anderen mal? Oder soll das etwa Moreau sein? Nee, ich glaube Moreau sah ein bisschen anders aus. Jetzt haben wir uns alles angesehen. Die Gläser überall. Sind welche drin für spätere Zwistigkeiten? So, was haben wir hier? Das ist doch die kleine Eva. So, was haben wir da noch? Die gute Dame noch wieder im Kittel. Der hat zurückgekommen. Hier sehen wir... Ich glaube, der zweite von links ist bekannt. Was behaupten? Den hatten wir schon mal in irgendeinem Teil. Ich kann es jetzt leider nicht mehr sagen. Meine geliebte Eva, ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ah, ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyceten wieder zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyceten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyceten zu vereinen. Endlich kann ich die Zeremonie beginnen. Der Kelch des Giganten ist der Regler des Megamyceten. Alles klar, man kennt es nicht, ein Regler. Ein riesiger Steinsockel, wo man dann immer wichtige Körperteile von möglichen Probanden einfach mal reinschiebt. Den man auch so einfach in die Handtasche mitnehmen kann, wie Isen gezeigt hat. Alles klar. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyceten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamycet spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutet, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauche nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyceten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ah, okay, also jetzt sagt sie, sie hat sie selber kontrolliert. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Aber ist es dann auch... Ich meine, klar, das sind die mit gewesen. Wir wissen ja, mit Wolfsblut und alles Mögliche, was da passiert ist. Aber war das jetzt in jedem Dorfbewohner drin? In allen? Weil dann hätte sie ja die auch sofort kontrollieren können für wichtige Soldaten für sich im Kampf, anstatt sie dann einfach sterben zu lassen. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadur erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt.
Ach so, sie hatte also komplett alle waren verbunden mit Megapizeten und dann nochmal diesen Kado als extra. Okay. Es gab ein paar wie Alcina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandeln sich in Lykans. Okay, mit Kado. Die keinen Sub gekriegt haben, waren normale geblieben. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagte, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Deine DNA. Sie ist vor 100 Jahren in der spanischen Grippe gestorben und dann hast du einfach mal ein bisschen Blut über... Also hast du was von ihr aufgehoben. Okay. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre dir die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen. Eva. Okay, das bedeutet also, wir haben das andere war diese andere Tochter gewesen, die Eva, Eve? Evelyn, glaube ich, hieß die. Das kleine Mädchen. In, der 7. So, gibt's hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Weil der Weg führt mich ja dazu, dass ich das aufschieße. Wir haben eigentlich alles angesehen, oder? Kommt es mir nur so vor. Schön, dass manche Bilder auch dreimal da sind. Ach hier, das ist Moreau. Also Donna Moreau haben wir gesehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwas übersehen, aber gut. In den Büchern gab es sonst auch nichts weiter. Können nicht umblättern, oder? Nee. Nun gut. Dann haben wir alles getan, was ging. Okay, also sie hat das damals gefunden. Ihr eigentliches Ziel ist es also, Eva zu erschaffen. Dabei wurde parallel die Evelyn erschaffen. Für Teil 7. Sie hat aber weiterhin immer gesucht nach einer Möglichkeit, ihre Tochter halt in irgendwas reinzupflanzen, zurückzuholen. Und dabei hat sie hier weiter Versuche gemacht. Okay. Das ist alles großer Schwachsinn, aber nett. So, was mag denn jetzt hier dahinter sein?